So, dann herzlich willkommen zu dem historischen Tag, dem Brexit, was viele nicht für möglich gehalten haben und jetzt doch dann stattgefunden hat. Entschuldigung für vorher, es wurden echt keine Einstellungen geändert, gerade ein komplettes neues Headset aufgesetzt, hier geht's. Da darf definitiv, das andere ist einfach das Mikrofon kaputt gegangen. Also echt strange von heute auf morgen. So, dann, jetzt kann ich zwar nicht mehr genau das wiedergeben, was ich eben vorher 8 Minuten lang wiedergegeben habe, aber ich versuche in etwa das aufzugreifen, was ich dort erzählen wollte. Also, hier im JFD-Stream, hier in den Videos, in den Webinaren und auch gestern wurde eben hier auch erwähnt, für mich ist jetzt hier erstmal die oberen Kursziele sind abgearbeitet worden. Das Setup stammt von Montag. Hier gab es keine Umkehrkerzen, hier gab es ein neues Kaufsignal und natürlich sehr, wie auch natürlich riskantes Kaufsignal. Allerdings wurde es dann auch das direkt abgearbeitet, die oberen Ziele. Was jetzt heute in der Nacht eben passiert ist, sieht man hier in der JFD-Indikation. Der DAX stieg sogar bis 10.400 Punkte an. Dann gab es gegen 3 Uhr einen fetten Absacker bis unter 9.600 Punkten. Dann einen mächtigen Rebound nochmal von 500 Punkten. Ja, hat er hier wieder das Level von heute, von gestern Mittag erreicht. Und dann, als es klar war, dass es einen Brexit geben wird, gab es einen sukzessiven Abverkauf bis heute Morgen 9.160 bzw. 50 Punkten im Future. Nun schauen wir den Xetra eben an. Der Xetra hat bei 9.230 etwa oder 36 eröffnet. Und was ich eben hier erwähnt habe, ist jetzt echt sehr schwierig. Dass es sehr schwierig ist, den DAX jetzt zu handeln. Es gibt hier einen 5-Minuten-Chart. Monsterkerzen von 100 Punkten, ja, vom Hoch bis zum Tief, auch diese Kerze hier und diese folgte ja nicht ganz 100 Punkte und jetzt hat er in 10 Minuten wieder 100 Punkte abgegeben. Also extrem volatil, nicht nur natürlich die Aktienmärkte, sondern natürlich auch im Forex-Bereich. Als ich das Video vorher aufgezeichnet habe, stand der DAX eben bei 9.640 Punkten. Hier hatte ich eben gesagt, das sind alte Widerstandslinien hier, aber eher schwache. Die grünen waren die wichtigeren. Ja, hier kann das im Prinzip nach unten abprallen, aber für mich wäre heute oder ist relativ klar, über 9.8 kann oder wird der DAX nicht ansteigen. Das alles andere wäre hier wirklich eine Riesenüberraschung. Also auf Schlusskursbasis die 9.8 zu überwinden an dem heutigen wirklich Chaostag, ja, wäre eine Stärke. Was ich eben auch noch erwähnt habe, und das ist eben wichtig zu wissen, ich habe den Live Future eben vom FDAX natürlich auch im Blick gehabt, als der eben eröffnet hat, und der war, zurzeit sind es sowieso 10 Punkte Differenz, aber der Kaufdruck kam direkt vom Xetra, also von Aktien auf. Die EZB hat ja angekündigt, im Falle eines Brexit werden sie eingreifen und ich bin überzeugt, dass da wirklich auch jemand von weiter oben nicht nur Fonds zugegriffen haben, sondern eben auch die EZB den Markt stabilisiert hat mit Käufen, also mit Liquidität, den Markt mit Liquidität zugeführt. Das waren eben jetzt die einen Sachen. Wichtig ist aber auch nochmal, betone ich das, ich habe ja im Laufe auch gestern noch so gut wie alle Setups beendet, jedenfalls im Forex-Bereich. Hier gab es dann nur ein Szenario, kein Setup beim Euro-japanischen Yen. War eben wunderschön, hat die Unterstützung gehalten und war auch bis 1,22 gab es dann eben auch den Move nach oben, nicht mehr ganz bis zur Rainbow-Unterkante. Aber natürlich dann heute mit 1200 Pips einen kräftigen Abverkauf. Was noch erwähnt worden war eben Silber als Absicherung auch. Das würde
zwei, dreimal in den Videos noch erwähnt und ein Setup, was noch lief, ist das australische Dollar, neuseeländische Dollar. Plus, minus null jetzt oder hat jetzt wieder vielleicht minus, aber das hat jetzt nicht den Ausschlag gehabt, eben wie vermutet. Zum natürlich zu einem der wichtigsten Basiswerte der Woche war natürlich WTI, auch Brent und WTI, also auch Brent. Und hier wurde klar gesagt, ohne ein neues Hoch, also hier wurden Teilgewinne gesichert, wären größere Verluste möglich, sogar im Prinzip auch unter das Tief. Und auch wenn es jetzt vielleicht für viele blöd anhört, ich will nicht recht haben, aber ich habe gesagt, eben im Chart ist hier eventuell ein Brexit eingepreist, weil es eben kein neues Hoch gab gestern und der Chart hat ausgesagt, ein neues Tief ist sehr wahrscheinlich. Das ist alles, was ich jetzt hier zu dem noch sagen kann. Jedenfalls Silber und die Ölsorten waren auf dem Radar noch, Metallgewinnen oder Metallpositionen. Der Rest, auch hier habe ich ja auch erwähnt, Hang Seng verkaufen in dem Widerstandsbereich. Klar, es ging nochmal an dem Tag 200 Punkte höher. Heute stehen wir aber extrem tief. Es war hier auch die Annahme oder die Angabe von Gewinnmitnahmen richtig. Ich hoffe, ihr habt den Tag eben bislang schon sowieso gut überstanden, gut vorbereitet, der die Videos gesehen hat, war man. Und nun wünsche ich noch einen weiteren erfolgreichen Handelstag allen Zuhörern.